Hallo, freut mich, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute möchte ich euch gerne das Revan-Lichtschwert zeigen von KR Sabers. Ja, den Umbau habe nicht ich gemacht, sondern jemand aus der Lichtschwertgruppe bei Facebook. Der Griff selbst gehört dem Stefan und Stefan hatte mich halt nur gebeten, dass ich da mal nachschaue, weil er hat gesagt, irgendwie stimmt was mit dem Lautsprecher nicht und das würde ein bisschen kratzen. Also habe ich eigentlich nur einen Check gemacht. Und habe in diesem Zug auch einen neuen Lautsprecher eingebaut. Ja, und wenn ich den Griff schon hier hatte, habe ich halt gedacht, ich mache ein kurzes Video und stelle ihn euch vor. Ja, fangen wir mal mit den Details an. Also, zum einen hier seht ihr, ich habe einen Plug. Also, was heißt ich? Es ist ein Plug drin. Den habe ich dem Stefan verkauft, weil das Schwert hatte keinen Plug und der hat ihm gefallen. Ja, und ansonsten lässt der Griff sich in der Mitte öffnen. Verbaut im Inneren ist ein Goff Tri-Design Chassis. Ich nehme mal an, das ist ein Eco-Chassis. Ich mache mal den Schalter hier. So. Und ja, dann könnt ihr hier mal einen Blick auf das Chassis werfen. Hier sitzt das Profi-Board der Generation 2.2. Ja. Und hier sitzt, wie gesagt, die Batterie, 18650 Lithium-Ionen, 28 mm 3 Watt 4 Ohm Bass-Speaker, zwei Knöpfe, eine Stock Eco Neopixel PCB in der V2-Generation. Ja, und ansonsten hier ist ein Stück T-Serre befestigt, wahrscheinlich um die Batterie leichter rein und raus machen zu können. Ja, und im Grunde genommen war es das schon. Wie gesagt, ich habe nur den Speaker getauscht, aber ich wollte euch auch mal den Griff zeigen. Also, wir schalten den mal an. Ist ein Zwei-Button-Griff. Der hat hier die zwei Schalter und hier sind zwei Führungslinien. Also im Endeffekt wird das so eingeführt und kann dann hier, wird das durch die Knöpfe, wird das quasi in der Spur gehalten. Und kann nicht mehr raus oder weg. Dann hier hinten wieder zumachen, zudrehen und dann mal einschalten. Also wie gesagt, ich finde nicht, dass irgendwo was kratzt. Alles okay jetzt. Vorher, ja klar, es hat leicht gekratzt. Davon ist jetzt nichts mehr zu hören. Ich mach mal eine Neopixel-Klinge rein und zeige das Ganze noch mal kurz mit montierter Klinge. So, die Klinge ist montiert. Ich zeige euch mal kurz die Klingenschraube. Die sitzt hier oben. Die Einstecktiefe ist ziemlich tief, ungefähr so. Also es eignet sich hervorragend zum Kämpfen, würde ich sagen. Und ansonsten machen wir das gute Stück mal an. Ja, an sich ein sehr einfacher, schlichter Griff, aber ich finde, er kommt ganz cool und es lässt sich hervorragend damit handeln, sag ich mal. Er ist schön ausbalanciert und ist auch relativ preiswert. Ich verlinke das Ganze mal in meiner Beschreibung in die Saber Armory von KR Sabers, wo der Griff noch verfügbar ist. Wer ihn haben möchte, kann gerne mal reinklicken. Ansonsten sind wir am Ende der Präsentation. Ich bedanke mich bei euch allen wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, seid ihr herzlich dazu eingeladen, in der Kommentarsektion ein paar Bemerkungen für mich zu hinterlassen oder zum Umbau, was ihr denkt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Gerne gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet.
Ja, wie gesagt, wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, verabschiede mich und sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.